1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Live sind wir da, hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ruft mich an unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Lothar und Lothar ist 32 Jahre alt. Hallo Lothar. Hallo. Hallo. Ja, mein Thema. Ja. Das wollte ich also erfahren. Mein Problem, und zwar Fetisch. Aha. Turnschuhfetisch, genauer. Aha. Turnschuh, du bist ein Turnschuhfetischist. Richtig. Das heißt, du stehst auf Turnschuhe von Frauen? Nee, von Männern. Von Männern, du bist schwul. Genau. Ja, das weiß ich nur nicht sogar. Hallo? Weil es nur um die Schuhe geht. Aha. Wie, du weißt das noch nicht so genau? Du bist 32 Jahre alt, du weißt nicht, ob du Schuhe... Nee, ich weiß es nicht, weil das bezieht sich nur auf die Schuhe bei mir. Aha. Also du siehst Turnschuhe und das hat ein gewisses Erregungspotenzial für dich. Genau, das ist das Einzige, was mich richtig geil macht. Aber nur, wenn es Männer, wenn die Schuhe von Männern getragen werden. Richtig. Wie sieht denn deine Sexualität sonst so aus? Ja, wie sieht es sonst so aus? Ja. Also ich kaufe mir halt regelmäßig immer die neuesten Paar. Ja. Ja, und dann nehme ich die mit heim, nehme die mit ins Bett, wenn die noch ganz neu sind und ungetragen, und dann sind die am besten. Aha. Hast du denn schon mal eine Beziehung gehabt? Zu Frauen, ja, aber ohne Sex. Also zu Frauen Beziehungen, aber ohne Sex? Genau. Hast du schon mal eine Beziehung mit einem Mann mit Sex? Ja, lebe ich momentan, aber das ist halt sehr schwierig, weil wir uns in unserem Fetisch unterschiedlich drauf sind. Ja, aber da kann man doch schon mal sagen, dass du auf jeden Fall schwul bist. Ja, aber ich lebe nicht die Sexualität der Schwulen aus. Ich lebe die Sexualität des Fetischismus aus. Ich verstehe. Also, das Problem ist, du bist letztendlich auf Männer orientiert, aber hast mit der klassischen schwulen Sexualität nichts am Hut, sondern fixierst dich ausschließlich auf die Turnschuhe. Ja, was natürlich schon ziemlich heftig ist, ne? Ja. Wie lange bist du mit deinem jetzigen Freund zusammen? Oh, das geht jetzt 3 Monate. Geh mal ein bisschen näher ans Fenster, die Leitung ist ja schlecht. 3 Monate. 3 Monate. Habt ihr denn überhaupt schon mal einmal, was man so normal nennt, miteinander geschlafen? Nee. Kein Mal. Nee. Ja, wie sieht denn dann deine Sexualität mit deinem Freund aus? Muss der dann solche Turnschuhe anziehen? Ja, richtig. Und was passiert dann? Ja, also die tun wir uns gegenseitig an die Eier halten. Also müssen sie jetzt nicht so ganz vulgär halt und... Aber und dann halt sie gegenseitig einen runterholen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn dein Freund ist nicht so gepolt, ne? Der ist schwul. Ja, klar, aber der steht nicht so auf diese Turnschuhgeschichten. Nee, der steht auf Socken, aber das ist ja verbannt. Ja, dass ihr gar nicht, dass es für ihn letztendlich doch relativ schwierig ist, damit umzugehen, oder? Ja, weil er ist halt schwul. Also er will den schwulen Sex ausleben und den will ich halt nicht, ne? Mhm. Und es ist halt bei mir halt ziemlich oberflächlich, weil ich halt, also ich sehe einen Typ, der hat geile Schuhe an und dann finde ich den Typ auch geil, egal wie der aussieht. Aber das, ich meine, meine Grundhaltung ist ja immer Fetisch okay, wenn man natürlich niemand anderem schadet sowieso, aber wenn man sich selbst auch nicht schadet. Ja. Ach, das klingt ja schon sehr, sehr extrem und sehr abseitig, wie du das da betreibst. Ja. Ist das so, dass du das Gefühl hast, schon auch ein bisschen gefangen zu sein in diesem Fetisch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also so ganz glücklich bist du damit nicht? Nee. Hat sich das so im Laufe der Jahre, ist das immer schlimmer, immer stärker geworden? Nee, das war schon früher schlimm. Also es geht seit Kindheit, seit frühester Kindheit geht das. Also als Kind hast du schon bemerkt, dass sich das irgendwie, irgendwas löst das in dir aus, wenn du Turnschuhe siehst? Ja, das hat sich halt gesteigert. Also früher war ich noch auf Stiefel gestanden, Winterstiefel, Cowboystiefel, Motorradstiefel und so. Und ist mit der Zeit auf Turnschuhe gekommen. Das ist ja auch die ganze Szene, die da im Wandel ist momentan. Ne? Hast du schon mal einen Menschen geliebt?
Oh, ja, meine beste Freundin. Aber da spielt dann Sexualität keine Rolle. Das ist eine platonische Liebe. Genau, ja. Du hast noch nie jemanden geliebt, wo auch Sexualität eine Rolle spielte. In der Das noch nicht. Vermisst du das? Hä? Vermisst du das? Ja, schon. Ja, das, also ich sehne mich ja danach. Ne? Jeder Mensch sehnt sich ja nach Liebe und Zärtlichkeit und so. Ne? Hast du Angst? Du sagst zwar, dass das schon von Kindheit an so ist. Aber hast du Angst, dass du vielleicht jetzt, je älter du wirst, dass du dadurch dich noch immer mehr isolierst in diesem Fetisch? Eigentlich nicht, weil es gibt genug Partys und so. Ja. Und in Frankfurt, also die Szene ist halt ziemlich groß. Ja. Und da kann man schon hingehen und fortgehen und man lernt auch einen Haufen Leute kennen. Das bezieht sich halt alles nur auf den Fetisch. Ja, okay, genau. Das meine ich. Also isolieren nicht im Sinne von dich gänzlich vereinsamen. Das ist mir klar, dass du in der Szene Leute findest. Aber ach so, von der Liebe her. Von der Liebe, vom Herz her, von den Sehnsüchten her. Ja. Ja, also ich finde, in so einem Fall, Lothar, das ist ja nun wirklich eine ganz besondere Form der sexuellen Konditionierung, Verstrickung, wie man gestrickt ist sexuell. Ja. Und wenn man darunter leidet, wenn man sagt hier irgendwie, eigentlich will ich das nicht mein Leben lang so leben, sondern ich möchte auch einen anderen Weg gehen, würde ich zu einem Sexualtherapeuten gehen an deiner Stelle. Ja, definitiv. Das habe ich mir auch schon überlegt. Definitiv. Auf jeden Fall, es kann nicht schaden, das mal mit jemandem, der sich richtig auskennt, zu besprechen, was das ist, wie es ist, woher es begründet ist, ob man was dagegen tun kann, wie, wenn, wann, was man machen kann und so weiter. Ja, ja. Wir werden mal versuchen, dir ein bisschen behilflich zu sein, ob wir dir einen Tipp geben können, in deiner Gegend, wo du wohnst, dir einen Ansprechpartner zu vermitteln. Ja, das ist sehr gut. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, meine Psychologin, die Anja, okay? Ja. Alles Gute. Ich wollte nochmal schöne Grüße sagen und deine Sendung ist echt spitze, die verfolge ich seit 10 Jahren ununterbrochen. Ist es wahr, so lange. Ja. Das ist ja nett von dir, freut mich. Das Kompliment freut mich, danke. Okay, mein Lieber. Ich werde ein bisschen zurückrufen. Jo, tschüss. Ja, ciao. Christian ist hier. Schwuppdiwupp, Christian ist da, 36 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian. Ja. Dein Thema. Mein Problem ist, ich bin seit circa 19 Jahren Spieler und habe vor 6 Jahren meine Frau kennengelernt. Mhm. Sie hat mich auch kennengelernt als Spieler, habe ich ihr damals gesagt. Mhm. Und innerhalb der 5 Jahre Ehe, die wir miteinander führen, habe ich es nicht geschafft, von dem Zug runterzuspringen und mal trockener Spieler zu werden. Was heißt Spieler? Wo spielst du? Also ich habe Automaten gespielt. Automaten. In diesen normalen Spielhallen, halt da, wo halt Automaten sind. Da habe ich mein Geld losgelassen. 19 Jahre. Ja. Ist ja wirklich eine hammerlange Zeit. Ja, ich habe auch sehr viel Geld da gelassen. So, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie viel Geld hast du in diesen 19 Jahren, wenn du es so über den Daumen peilst? Also zwischen 250 und 300.000 Euro bestimmt. Euro? Boah. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich war gelernter Fliesenleger und danach Bauleiter. Okay, ist ein guter Job, verdient man aber auch keine Millionen mit. Nee, aber als Fliesenleger ist ein gefragter Handwerksberuf auch nach Feierabend, sag ich mal. Ah ja, das heißt, du hast viel nebenher gearbeitet, um das zu finanzieren. Genau. Hast du dennoch Schulden gemacht? Ja. Wie viel? Also es war immer übersichtlich, sage ich jetzt mal. Immer so, dass ich die irgendwie in irgendeiner Weise so bezahlen konnte, dass es nicht zu größeren Problemen gekommen ist. Im Moment auch welche? Ja, im Moment haben wir natürlich, ich sag mal, dadurch ist auch die Ehe zerbrochen, haben wir auch 14.000 Euro Schulden gemacht. Allerdings nicht alleine nur durch Spielen. Die haben sich so zusammengerafft, dass man halt Rechnungen liegen gelassen hat. Und die halt später bezahlt haben, dann kamen Mahngebühren und solche Sachen da wieder drauf. Also Ehe ist definitiv zerbrochen. Also es ist so, meine Frau hat sich von mir getrennt. Wir haben auch 2 Kinder. Mhm. Ein Kind habe ich aus erster Ehe von meiner Frau vor 2 Jahren adoptiert, vor 2,5 Jahren. Ja. Und meine Frau sagte mir hat mir mehrmals gesagt, wenn du dich nicht änderst, dann, wenn du damit nicht aufhörst, dann ist Schluss. Hat das aber irgendwie nie für richtig vollgenommen. Weil, lass die mal reden. Nee, nicht unbedingt das. Es war danach, ich sag mal, ein paar Tage später hatten wir wieder ein sehr schönes Liebesleben. Und das konnte ich nicht vereinbaren. Erst die Drohung und dann wieder das vernünftige Liebesleben, sag ich mal. Und das habe ich nicht unter einem Hut gekriegt. 6 Jahre war ich jetzt zusammen, sagst du? Ja, 6 Jahre. Wir haben am 29.02.2000 geheiratet.
Und an meinem unserem fünften Hochzeitstag war klar, dass ich komplett ausziehe. Die beide Kinder sind bei ihr? Ja, beide Kinder sind bei ihr. Wie ist der Kontakt im Moment? Der Kontakt ist eigentlich so, dass ich die Kinder eigentlich sehen kann, wann ich möchte. Und die Kinder auch bei mir zu mir kommen. Ja. Und die Kinder mich auch sehr vermissen. Ja. Aber war das der Grund, dass sie dich verlassen hat, wegen der Spielerei? Es war mit der Grund. Gab es noch einen anderen Grund? Ja, weil ich habe es hinterher selber gemerkt, wo ich mich jetzt langsam vom Spielen gelöst habe, dass viele Sachen, ich sag mal, beim Spielen auf der Strecke geblieben sind. Mhm, natürlich, ja. Es ist, ich sag mal, die Erkenntnis auf der Strecke geblieben, dass man für den Partner nie voll da war. Mhm, man hat in seiner eigenen kleinen Welt gelebt. Man hat sich Problemen nicht richtig gestellt. Man hat auch nicht die Frau unbedingt immer unterstützt. Ja. Auch im Haushalt nicht. Wie alle süchtigen Menschen. Ja, und das habe ich, ich sage das mal, nachdem ich diese Erkenntnis selber gemacht habe. Du hast ja diese Erkenntnis gemacht, die ist ja schon sehr viel wert. Die ist ja schon sehr analytisch. Ich habe eine angeleitete Selbsthilfegruppe, da bin ich jetzt mit drin. Also, ich wollte mich genau fragen, wie ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Und viele Freunde sagen mir auch vom Reden her und von der Art her habe ich mich sehr geändert. Aber? Ich habe den Fehler gemacht, ich bin am Anfang absolut nicht damit klargekommen mit dieser Trennungsgeschichte. Mhm. Weil mir meine Frau und meine Kinder das wertvollste Gut eigentlich sind, die ich habe. Und deshalb hast du wieder gespielt? Nee, ich habe nicht wieder gespielt. Ich habe zwischendurch bin ich rückfällig geworden. Ich habe es immer noch nicht richtig kapiert. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Das letzte Mal vor 2 Wochen. Ja, also schon doch rückfällig geworden. Da bin ich rückfällig geworden. Wie viel Mal bist du jetzt in dem letzten Jahr, sagen wir mal, so rückfällig geworden? Oh, ich sag mal, ich habe erst richtig aufgehört, sag ich mal, seit Februar. Ach so. Also seitdem die Trennung da ist. Du bist in dieser Selbsthilfegruppe, die hast du selbst gegründet? Nein, also das ist eine Therapiegruppe, die besteht. Und da habe ich die Hilfe mir gesucht. Verstehe. Hast du denn auch die psychologische Hilfe gesucht? Ich war bei einer Psychologin gewesen. Ja, und? Und habe mit ihr, ich sage es mal so weit, es klar gemacht, dass ich in eine Reha gehen möchte. Da habe ich einen Antrag gestellt, wo ich vielleicht, wenn ich Glück habe, diese Woche eine positive Zusage noch bekomme. Ah ja, das heißt, das Ganze läuft und ist eingeleitet. Ja. Wie wäre es, wenn, also ich spüre ja, dass du schon was unternimmst und dass es dir auch schon ernst ist. Und wenn man 19 Jahre in so einem Ding hängt, ist es ja Wahnsinn. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen als Nicht-Betroffener. Gäbe es eine Chance, wieder in die Ehe zurückzugehen, wenn deine Frau kapiert oder sieht, dass du es wirklich ernst meinst? Ich hoffe ja. Weil mittlerweile, sie ist der Meinung, wir kommen nie wieder zusammen. Ich habe ihr zu viel angetan in der ganzen Zeit. Was ich auch in irgendeiner Weise verstehe. Ich war nicht ehrlich zu ihr. Und das andere, ich hoffe natürlich, dass sie sieht, ich tue was, ich möchte mich ändern, für mich ändern. Also wie auch immer. Natürlich wäre das ein sehr schönes Ziel, wenn sich das wieder fügen würde, ihr beide zusammen. Aber das Problem, was ich sehe, ist, sie sagt zu mir, am Anfang hat sie gesagt, es ist eine Trennung auf Zeit. Dann habe ich ziemlich auf sie eingeredet, weil ich mit der Situation nicht zurechtkam. Dann sagte sie, ich habe jetzt sehr viel kaputt geredet. Und dann hat sie gesagt, da du da so viel kaputt geredet und so viel reingeredet hast in dieser Sache und mir nicht die Ruhe und den Abstand gegeben hast, sieht sie keine Chance und keine Möglichkeit mehr, dass wir zusammenkommen. So, und jetzt würde ich nämlich auch an deiner Stelle absolut den Mund halten, über Perspektiven zu sprechen, sondern nur die Tat zählt. Kümmere dich um deine Kinder, sei freundlich zu ihr, mach deinen Alltag und ziehe wirklich diszipliniert jetzt dein Programm, dein reha-psychologisches Programm durch und sage überhaupt nichts mehr zu ihr. Wenn die merkt, sagen wir mal nach einem Dreivierteljahr, dass du das wirklich volle Kanne durchziehst, hast du Punkte bei ihr gesammelt. Ich habe mir dadurch, dass sie, ich sag mal, meiner Meinung nach so eine schlechte Meinung über mich hat, habe ich mir gesagt, ich werde die Reha machen, werde noch eine gewisse Zeit abwarten und wenn dann nicht von ihr eine Regung kommt, eine positive Regung, dass sie mit mir wieder Kontakt haben will und reden will, dass ich dann sage, wenn es dir so nichts an der Ehe liegt, auch nichts daran liegt, dass sie an der Familie liegt, dann wollte ich für mich den Schritt machen und sagen,
Ja, okay, dann werde ich die Scheidung einreichen, weil immer, ich sage es mal, nur die Ehe auf ein Stück Papier führen, ja, das möchte ich nicht. Sehe ich auch so. Aber das ist doch ein sehr guter Plan, den du da selbst im Kopf hast. Mach erst mal was, beweise erst was. Und wenn sie beeindruckt ist davon und wenn da noch ein Funken an Liebessehnsucht und Liebe ist, wird sie wieder auf dich eingehen. Wenn sie immer noch nicht dann irgendeiner Weise reagiert, dann musst du es so machen, wie du es gerade gesagt hast. Aber du zieh jetzt diese Sache durch, mach es in erster Linie für dich. Das habe ich sowieso vor. Mach es auch, lass mich das bitte noch sagen, mach es auch als Vorbild später mal für, für deine Kinder. Wie alt sind die Kinder jetzt? 4 und 7. So, irgendwann werden die wissen, was passiert ist damals. Und es ist schon toll, wenn du irgendwann deinen Kindern sagen kannst, ich habe so richtig tief in der Gosse gesessen mit meiner Sucht, aber ich habe es geschafft und ich habe es durchgezogen. Da wirst du ein Vorbild für deine Kinder sein. Wenn du jetzt wieder rückfällig wirst und immer wieder rückfällig, bist du kein Vorbild. Das habe ich mir auch so vorgedacht, weil ich hatte vor ein paar Wochen das Problem, ich habe nicht wegen dem Spielen oder irgendwelchen Schulden mir was antun wollen, sondern ich habe einfach nur über den Verlust bin ich nicht zurechtgekommen und habe den Fehler gemacht und habe mir nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder einen Joint gegönnt. Und das war nicht sehr schlau, weil ich nicht daran gedacht habe, dass diese Sache, ich sage es mal, Emotionen, wenn man gut drauf ist, nach oben pusht und natürlich im umgekehrten Fall dann nach unten zieht. Ja. Und das habe ich nicht bedacht und ich war so tief unten, dass ich mir beinahe was angetan hätte. Und okay, daraus hast du aber jetzt gelernt, dass du die Finger davon hast. Ja, dass du die Finger davon hast. Ich finde, dass du schon auf einem ziemlich guten Weg bist, weil du gedanklich sehr weit bist und du hast vor allen Dingen organisatorisch und viele Sachen eingeleitet. Es bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, dass du sehr, sehr schnell, so schnell wie möglich die Zusage bekommst für deine klinische Untersuchung und Entzugsbehandlung. Ja, weil das Einzige, ich sage mal, das, was mich immer so irritiert hat und was mich irritiert an der ganzen Sache, ist, ich habe meiner Frau mehrmals die Scheidung angeboten, weil sie gesagt hat, sie sieht da keinen Sinn drin, mit mir so weiterzuleben. Und sie will, die Scheidung will sie nicht und sie will die Ehe aufrechterhalten. Ja, ist doch vielleicht ein ganz gutes Signal. Denn rühr doch nicht daran. Mach gar nichts mehr, sondern gehe deinen Weg, den du dir jetzt vorgenommen hast. Genauso wie du es vorhin gesagt hast. Kann ich dich nur bekräftigen. Wirklich, Christian. Also ganz, ganz eindeutig. Also, ich muss dich mit meiner Psychologin nicht verbinden, weil alles ist, glaube ich, bei dir organisiert. Oder möchtest du gern noch? Ich biete es dir an. Oh nee, ich glaube, das ist alles ganz gut organisiert. Ja. So, dann drücke ich die Daumen, dass du schaffst und dass so schnell wie möglich ein Platz frei wird für dich. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Christian. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50 Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Diese Woche ist eine relativ kurze Woche, weil am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gibt es keine Sendung. Der ist Feiertag, Himmelfahrt, hier bei uns. Ich glaube überall, ne? In allen Bundesländern, ja, ich glaube ja. Aber am Samstag ist wieder Promi-Tag hier bei uns bei Domian. Bei mir ist Katja Epstein, die Sängerin und Schauspielerin Katja Epstein. Und wer sich von euch mit Katja Epstein unterhalten will, ihr kennt das Spiel ja schon, die Stammzuschauer und Stammzuseher, ab heute bitte schon mailen unter domian@wdr.de. Und nicht böse sein, wenn es dann nicht klappt. Es können halt nicht so viele Leute rein. Das ist halt einfach nicht möglich. Aber so ist es halt hier in dieser Sendung in der Woche auch. Dass wir halt so viele Anfragen haben und immer nur ein paar reinkommen. So ist es halt. Also, wenn ihr euch gerne mit Katja Epstein unterhalten wollt, die Sendung beginnt um 23.50 Uhr im WDR-Fernsehen. Dann mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Martin. Martin ist 44. Hallo Martin. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. So, dein Thema. Ja, ich habe da ein sehr großes Problem oder vielleicht auch ein kleineres. Ich bin jetzt 61. Wie, du bist 61? Ich habe gerade 44 gesagt. Ja, aber in Geburtsjahr 61. Ach so, ja. Ne? Ja. Und es ist ja wohl ganz normal, dass man dann so bei seiner Mami liebt. Bei seiner Mutter. Dann sind wir dann eben umgezogen. Ach so, Moment, ein bisschen einfacher erklären. Was ist normal? Wann ist es normal, dass man bei der Mama lebt? Domian, ich habe ja eben gerade gesagt, es wird etwas kompliziert. Nee, also man kann's auch alles ganz normal bei der Mama leben, nur eben
später ausgezogen. Ich bin jetzt 44 und habe jetzt gerade seit 6 Monaten meine eigene Wohnung. So, jetzt ist raus. Siehst du, haben wir doch hingekriegt. Also seit 6 Monaten bist du von der Mama weg. Ja. Gratulation. Und du hast all die Jahre bis zu deinem jetzigen Alter, bis 44, bei deiner Mutter gelebt. Ja. Mit deiner Mutter zusammen in einem Haus oder einer Wohnung gewohnt. In einer Wohnung, ja. In einer Wohnung, hm? Und wie kam das jetzt? Das ist doch, glaube ich, sehr schwierig, wenn man so dran gewöhnt ist, dann mit 44 den Schritt zu machen. Deswegen rufe ich auch an. Erzähl. Es ist schwierig jetzt im Moment. Hotel Mama fehlt mir jetzt natürlich schon sehr, ne? Ja. Wie weit bist du denn entfernt von der Mama? Sie wohnt neben mir. Also im gleichen Haus, oder was? Ja, genau neben mir. Also in der gleichen Etage, genau neben mir. Also es ist gar nicht so weit entfernt, aber immerhin ein kleiner Schritt. Ihr habt zumindest eure eigenen 4 Wände und ihr könnt die Türen zuschließen. Richtig. Ja, also eigene Wohnung, Mutters hat ihre eigene Wohnung neben mir, ja. Ja, okay. Schöner wäre es vielleicht gewesen, wenn du ein paar Kilometer weiter weggezogen wärst, aber egal. So ist es ja schon mal ein Anfang. Ja, so schön wäre das gar nicht gewesen, weil das Hotel Mama dann zu weit gewesen wäre. Nee, ich fände das ja sehr gut, wenn das Hotel Mama dann eben nicht mehr funktioniert hätte, weil du ja ein gestandener Kerl von 44 bist. Lass mich bitte mal ein paar persönliche Fragen stellen. Ja. Wenn man 44 ist, in der Regel hat man ja auch schon mal irgendwie Liebesdinge erlebt. Warst du mal verliebt in eine Frau? Ja. Warst du mit der Frau auch zusammen? Ja. Wie lange? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Und wie hat die Mama das gefunden? Wie ist die damit umgegangen? Fand sie eigentlich so ganz in Ordnung. Ja. Wie alt warst du da, als du mit dieser Frau zusammen warst? 30. 30, mhm. Und fand die Frau das nicht seltsam, dass ein 30-jähriger Mann immer noch bei der Mutter lebt? Ja, sehr seltsam. Mhm. Ist die Beziehung daran kaputt gegangen? Im Prinzip schon, ja. Mhm. Noch eine Frage zu den familiären Verhältnissen. Lebt dein Vater nicht mehr? Nein. Mhm. Bist du das einzige Kind? 2 Schwestern habe ich noch. Die sind die älter? Ja, meine Schwester wird jetzt 48, ja, und meine jüngere Schwester 33. Also, sind die denn auch so lange bei der Mutter geblieben oder warst du der Einzige? Ich war der Einzige. Mhm. So, eine längere Beziehung von 4,5 Jahre ungefähr, hast du gesagt? Meine Beziehung. Deine Beziehung, ganz genau. Mhm. Bist du im Moment auch mit deiner Frau zusammen? Nein. Nein. Gab es noch andere längere Beziehungen? Nein. Mhm. Nach den 4,5 Jahren habe ich wirklich gesagt, mit Liebe, Triebe, sonst noch was habe ich nichts mehr zu tun. Warum? Ja, Domian, man hat irgendwann dann auch mal die Nase voll. Von was? Es gab da zwar noch, bevor die 4,5-jährige Beziehung angefangen ist, gab es da noch mal so kleine Lovereien. Mhm. Aber nee, ich habe auch im Moment überhaupt gar keinen Bock darauf. Mhm. Wie ist dein Verhältnis denn jetzt im Moment zu deiner Mutter? Eigentlich ganz gut, außer dass sie mir manchmal auf den Keks geht. Ja. Ist sie sauer gewesen, dass du ausgezogen bist, wenn auch nur ein paar Meter? Nein. Sie war die treibende Kraft. Ach so, wollte sie schon früher, dass du ausziehen solltest? Ja, auf jeden Fall. Schon sehr lange? Oh, unterhalten tun wir eigentlich und schon... Ja, seitdem wir hier eigentlich eingezogen sind. Wie lange liegt das zurück? Fast 10 Jahre. Fast 10 Jahre. Also sie hat dich nicht, es ist nicht so eine Klammer, Mama, die unbedingt dich zu Hause halten wollte. Nein, auf keinen Fall. Absolut nicht. Das war ich. Das warst du. Das war absolut ich. Weil du ein Faulpelz bist und dich von der Mama hast versorgen lassen wollen. Stichwort Hotel Mama. Ja, ist schon okay. Ich hab's schon verstanden. Ja, teils. Ja, die Frage liegt dir jetzt nahe, warum bist du so lange bei der Mama geblieben? Wirklich nur, weil sie dich so gut versorgt hat oder gibt es andere Gründe? Wir verstehen uns eigentlich prächtig. Wir können uns also wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Das ist ja sehr schön, aber deswegen muss man ja nicht zusammen wohnen. Nein, das ist schon richtig. Ich sagte ja, es ist dann für mich jetzt auch ganz schwer zu erklären, ja, weil man ganz schnell dann als Mamasöhnchen abgestempelt wird. Ja. Und das bin ich eigentlich nicht. Nur auf der anderen Seite hat man natürlich dann schnell das Hotel Mama dann sehr ausgenutzt. Ja, ja, also dann sage ich mal, du bist vielleicht kein Mamasöhnchen in dem klassischen Sinne, aber du bist jemand, der sehr bequem ist. Ja. Was machst du vom Beruf?
bequem sein. Wie, hast du keinen Beruf? Nein, ich hatte einen Beruf als Wachmann. Als was? Wachmann. Security. Wachmann, ja, ich habe verstanden. Ja, irgendeine Objekte beschützen, was weiß ich, das würde jetzt auch zu weit führen. Ja, ja, also so ein Wachmann, Security. Ja. Und so, da ist die Firma dann aber pleite gegangen. Und dann eben saß ich dann auch nur noch zu Hause, was Mutters ja dann überhaupt gar nicht gut fand. Wie lange sitzt du denn jetzt schon zu Hause? Oh, so fast 5 Jahre. 5 Jahre. Und warst aber vorher durchgängig berufstätig oder auch immer nur phasenweise? Nein. Durchgängig? Ja, von Montags bis Sonntags, von Montags bis Sonntags. Und auch viele Jahre vorher? Ja. Hast du auch noch was gelernt? Eine Ausbildung gemacht? Ja, das war Glas- und Gebäudereiniger. Ja. Aber da haben die Knochen dann nicht mehr mitgemacht. Die Handgelenke, der Rücken. Okay, jetzt. Und dann kamen auch noch einige psychische Probleme dazu, weil ich dann auch davor noch länger arbeitslos war. Ja. Aber dann ging das dann eben so 15, 16 Jahre ging es dann eigentlich eben gut mit der Wachmann-Geschichte. Verstehe. So, 6 Monate jetzt aus der Wohnung der Mutter raus. Sie hat immer gedrängt, dass du das sollst, dass du es machen sollst. Warum hast du die Entscheidung jetzt genau gerade erst vor 6 Monaten getroffen? Mutters hat gedrängt. Weil die Mutter so gedrängt hat. Ja. Die hat gesagt, jetzt reicht's aber. Jetzt bist du 44. Ich will dich nicht noch als Rentner hier sitzen haben. So nach dem Motto. Der Ton kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger. Finde ich richtig, Martin. Von dir hältst du den Ton jetzt etwas heftiger? Nein, ich finde richtig, dass deine Mutter dich so gedrängt hat. Die hätte noch viel härter mit dir umspringen müssen. Ach so. Ja. Du bist ja dann noch heftiger drauf. Aber hallo. Ich hätte dich schon vor 20 Jahren rausgeschmissen, wenn ich deine Mama gewesen wäre. Ja, Domian, so alt bist du ja nun wieder auch nicht. Nein, wenn ich deine Mama wäre und der Bengel mit 25 immer noch da sitzt und mit 26 und 27, dann würde ich sagen, pass mal auf, jetzt ist aber gut so. Jetzt suchst du dir was Eigenes. Du machst dein eigenes Ding. Ich wasche dir nicht immer noch die Socken. Domian, du hast schon recht. Du hast schon recht. Aber du kommst jetzt damit nicht richtig klar, ne? Oder? Nee. Warum? Nee. Ja, irgendwie ist das alles dann eben so komisch, dann in ein Einkaufszentrum zu gehen und eigen einzukaufen, das, was man für den Tag dann eben braucht. Es ist, die Verkäuferinnen gucken mich an, als ob ich irgendwie ein Außerirdischer wäre, weil ich im Prinzip überhaupt gar nichts weiß. Ja, gut, musst du lernen. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Ja. Ich werde mich ja im Prinzip auch so dann doch damit zurechtfinden, aber dann, ja, die Mami fehlt schon. Aber die Mama ist ja gleich um die Ecke, Mensch. Du musst eine Tür nur aufmachen, ist dann da. Nein, das will ich allerdings nicht. Das muss ich auch mit starker Hand jetzt sagen oder mit starker Stimme, das möchte ich nicht. Also es war jetzt von Mutters die Entscheidung, okay, ich nehme diese Wohnung. Ja. Und dann möchte ich sie auch nicht damit belästigen, irgendwie darüber zu kommen und zu sagen, sag mal, Mutter, also, nehme ich jetzt eigentlich die Butter oder... Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Kommt die Mama zum Putzen in die Wohnung? Nein. Gut. Kommt die Mama zum Waschen in die Wohnung? Nein. Gut. Kocht die Mama manchmal für dich? Manchmal. Ja, okay. Finde ich auch noch im grünen Bereich. Ich finde das, die Entwicklung gut, Martin. Ich finde... Ich habe ja auch schon mit Männern gesprochen, die noch älter waren als du und die es wirklich nie geschafft haben, den Absprung. Ja, ich hatte letztens gerade was im Fernsehen gesehen, das war ja wohl schon ein bisschen unheimlich, also da bin ich ja dann doch noch ganz dran. Ja, ich finde das gut. Und wenn das jetzt alles ein bisschen schwierig ist, nun gut, dann muss man lernen. Man muss lernen, einen Haushalt zu führen, man muss lernen, einkaufen zu gehen, aber es sind ja gerade mal erst 6 Monate. In einem Jahr machst du das mit rechts. Mit links. Ich denke mir schon, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, also ich kann dir nur gratulieren, dass du es gemacht hast. Es war längst überfällig, aber du hast es gemacht, weil wir nicht in vergangenen Zeiten rumwühlen. Jetzt ist jetzt und jetzt ist das gut so. Richtig. Und ich finde dann auch deine rigorose Haltung gut, dass du sagst, nee, also jetzt wird auch nicht, die kommt mir auch nicht putzen hier rein oder waschen, das mache ich jetzt mache ich alles alleine. Mal kochen und ist ja okay zusammen oder wenn sie dich einlädt zum Essen. Dann ist es ja auch in Ordnung. Richtig. Aber ich denke mir so auch vom Kollegenkreisen dann,
damals, das war mir dann auch etwas peinlich. Ja, ne? Das ist ja auch peinlich. Das wäre mir auch peinlich. Aber Domi, ja, dann erklär mir doch mal da, was daran peinlich ist. Wenn man mit seiner Mutter sich gut versteht. Weil es, glaube ich, ganz normal ist. Ich glaube, es ist ganz normal, dass Kinder und Eltern sich auch mal irgendwann trennen sollten. Die sollen sich ja gut verstehen. Darum geht es auch gar nicht. Domian, das ist total klar. Das ist total klar. Ja. Aber ich meine, wenn du dann auf dem Arbeitsplatz dann sitzt du bei der Frühstückspause und dann eben sagst, ja, wo wohnst du denn? Hast du denn eben eine eigene Wohnung? Ja. Und man dann eben sagt, man wohnt immer noch bei Mama. Ja, Dann ist das natürlich klar, dann brauchst du mit den Kollegen dann überhaupt gar nicht weiter dich zu unterhalten, ne? Du hängst als Waschlappen da, ne? Ja, irgendwie No Time for Loser oder sowas, ne? Martin, ich finde alles in Ordnung, wie es jetzt läuft. Ich wünsche dir einfach viel Glück und das kriegst du schon hin, da bin ich ganz optimistisch. Und schönen Gruß an deine Mama von mir. Ja, alles klar. Alles Gute. Werde ich dir morgen früh sagen. Ja, mach das. Tschüss. Domian, ich bedanke mich. Jo, tschüss. 0800 220 5050, meine Nummer. Meine heiße Nummer hier, wenn ihr mich live hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen erreichen wollt, dann müsst ihr das halt tun. 0800 220 5050. Tatjana ist hier. Tatjana ist 26. Hallo Tatjana. Hi Domian. Tatjana, um was geht's bei dir? Es geht einfach darum, dass ich weiß nicht, mit wem ich noch drüber sprechen soll. Und da ich jeden Abend deine Sendung verfolge und ich dachte, dass du mir vielleicht eher einen Rat geben kannst als die ganzen Ärzte oder die AOK um mich herum, mir keiner einfach weiterhelfen kann. Ich habe das Problem, dass ich 3 Kinder auf die Welt gebracht habe, zugenommen habe, abgenommen habe, dass ich etliche Diäten hinter mir habe. Ich habe eine Fettschürze, die schon über diesen Schamhügel drüber geht, was einfach erstens mal unmöglich aussieht. Ich kann meinen normalen Alltag nicht mehr machen. Lass mich mal fragen, wie schwer warst du in deiner schlimmsten Zeit? In meiner schlimmsten Zeit 129 Kilo. Bei einer Größe von? 1,65. Und jetzt, wie sieht es jetzt aus? 99 Kilo. Ja, immer noch. Ja, ich habe jetzt schon diese 30 Kilo runter in der Zeit von 2 Jahren halt. Mhm. Und es ist aber unmöglich. Also ich habe jetzt Medikamente schon bekommen von meiner Hausärztin, die nicht anschlagen. Wir haben die Schilddrüse untersuchen lassen. Ich habe mir Geld zusammengespart, damit ich diese Operation im Ausland machen lassen kann. Die Fettschürze wegzunehmen? Genau. Wäre das nicht klüger, das machen zu lassen, wenn du noch mehr abgenommen hast? Also ich war jetzt hier in Deutschland bei einem Arzt gewesen und er hat auch gesagt, ich kann noch mehr abnehmen und dann wird das aber immer weiter hängen, ja. Und es kommt alleine. Ich meine, ich bin mit meinem Aussehen soweit eigentlich zufrieden. Das Einzige, was mich wirklich stört und auch Rückenprobleme habe ich, ist diese Fettschürze. Diese Fettschürze, verstehe. Ja. Nochmal zu deiner Familie. Lebst du mit dem Vater der Kinder zusammen? Nein. Sind die Kinder von einem Vater? Nein. Also von 3 Vätern? Ja. Ja. Alleinerziehende Mutter, 3 Kinder, das macht viel Arbeit. Wie alt sind die Kinder? 8, 5 und 3 Jahre. Ja, da hast du richtig was zu tun. Ja. Isst du auch viel? Ja, also was heißt viel? Ich habe es reduziert. Ja, ich versuche halt auch nicht mehr oft abends zu essen. Ja, und halt auch sehr wenig Fett. Ich mag also auch von mir aus schon esse ich keine Butter zum Beispiel. Mhm. Ich mag keine Milchprodukte. Ich esse alles was Vanille drin ist, das esse ich nicht. Ja? Also ich muss sagen. Also du reduzierst das schon. Ja. Aber dennoch ist es wahrscheinlich zu viel. Ja. Weil gesundheitlich eigentlich keine Ursache da vorliegt, die zur Fettleibigkeit führt. Kann man das so sagen? Könnte man, ja, wenn man das genau untersuchen würde. Was die Ärzte nicht tun, das ist jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich wollte mich im Ausland operieren lassen. Da wurde festgestellt, dass ich zu hohe Leberwerte habe. Aber das kann man ja auch, die Leberwerte kann jeder Hausarzt mal schnell. Das hat der Hausarzt auch gemacht und es hat sich jetzt 2 Monate hingezogen, bis sie überhaupt mal was getan haben. Dann haben sie mich zu innerer Medizin überwiesen, der mich auf eine Warteliste von 2 Monaten gesetzt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Dann haben die Hepatitis-Test jetzt gemacht, ist auch alles in Ordnung und dann
haben sie sich jetzt erklärt, naja, das könnte ja auch daher kommen, dass man vielleicht eine Kopfschmerztablette genommen hat. Aber das habe ich meiner Hausärztin von Anfang an gesagt. Das haben die zu mir im Krankenhaus gesagt, weil die haben auch festgestellt, dass ich erhöhte Leberwerte habe. Sind die denn jetzt mal verglichen worden über einen längeren Zeitraum, die Leberwerte? Sind die permanent schlecht? Ja. Oder schwanken die? Ja, aber das habe ich jetzt erst festgestellt, weil die meine Hausärztin, die ich jetzt seit einem knappen Jahr habe, gesagt hat, sie braucht die Vorberichte von dem anderen Arzt, bei dem ich vorher war und der ich mir geben lassen. Und diese Werte sind seit 98 so hoch. Mhm. Also gut, da kann ich natürlich, ich bin kein Mediziner, da kann ich nichts zu sagen. Ja. Das heißt, da würde ich jetzt nur sehr, sehr hellhörig werden an deiner Stelle und auch mit der Ärztin genau reden, was kann man machen. Und das muss jetzt genau diagnostiziert werden, warum das so ist. Mhm, genau. Das kann ja noch eine ganz andere Ursache haben oder ein ganz anderes Spielfeld sein noch, was sich da auftut. Ja, sicher, Domian, aber man tut irgendwann das Vertrauen der Ärzte verlieren. Ich sag dir mal zum Beispiel ein Beispiel. Ich war 2 Jahre tablettenabhängig gewesen. Mhm. Also es ist eine Gemeinschaftspraxis bei der Frau Doktor, seitdem ich jetzt, bei der ich jetzt bin seit einem Jahr, die hat noch einen Arzt in der Praxis, bei dem war ich vorher gewesen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin zu diesem Arzt nur gegangen, um meine Tabletten zu holen, weil ich bin vor 3,5 Jahren vergewaltigt worden und bin daraufhin zu einem Arzt gegangen und habe mir Beruhigungstabletten verschrieben lassen, die haben nicht geholfen. Dann habe ich dann mal von meiner Mama eine sehr starke Tablette bekommen. Mhm. Und dieser Arzt hat ja die immer aufgeschrieben. Genau. Das ist schon ein schlechter Arzt. Würde ich dir schon dringend von abraten, zu diesem Arzt zu gehen. Ja, genau, das ist das Problem. Ich hatte ja einen normalen Hausarzt und ich hatte diesen Arzt, bei dem ich immer meine Tabletten geholt habe. Mhm. Ich war 2 Jahre abhängig von diesen Tabletten gewesen und es hat mich keiner danach gefragt, für was brauchst du dir sonst irgendwas? So, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Das ist ein Skandal. Ja. Das ist ein Skandal und sowas hört man immer wieder und seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Ärzte, die einfach nur aufschreiben und sich direkt darum kümmern, warum und was für eine Wirkung das mit den Leuten hat. Vielleicht, ich will jetzt hier nicht dilettantisch rumspekulieren, vielleicht haben die schlechten Leberwerte auch mit dieser Tablettenabhängigkeit zu tun, genau. Ich weiß es nicht. So, A und O ist, dass du dir einen Arzt suchen musst, es gibt genügend Ärzte, dann sucht man halt rum, deines Vertrauens, wo du denkst, das ist ein Mensch, dem kann ich vertrauen und wenn das jetzt die Ärzte nicht ist, bei der du jetzt bist, dann musst du dir eine andere suchen. Mhm. So, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Operation im Ausland. Mhm. Würde ich erstmal spontan dringend von abraten. Mhm. Ich weiß, es ist verlockend, vielleicht auch in osteuropäische Länder zu gehen und sich da schönheitsoperieren zu lassen, weil es sehr viel billiger ist. Ja. Aber es gibt wirklich so üble Geschichten dort, da würde ich aber die Finger von lassen. Nicht, dass du noch weiter nach unten gestrudelt wirst und vielleicht noch was Schlimmeres daraus entsteht. Ja. Dann würde ich jetzt auch mal so sagen, 90 Kilo sind immer noch zu viel für eine Frau von 1,65. Ja. Es müsste noch mehr runter. Mhm. So. Dadurch wird die Fettschürze ja auch noch größer. Ja. So, ne? So. Und wenn du dein Gewicht, was du gerne haben möchtest, wenn du das erreicht hast, dann hast du wahrscheinlich so einen Wulst hier hängen. Mhm. So, und das kann auch jeder verstehen, dass der weg muss. Ja. Und dann würde ich mich in Deutschland gut kundig machen und mich beraten lassen, das bei einem wirklichen Fachmann in Deutschland machen zu lassen. Vorher aber nicht. Der lebt noch eine Weile damit. Ja. Also wir haben jetzt 2 verschiedene Spielfelder. Einmal, dass du untersucht werden musst, was ist mit der Leber. Mhm. Und erstmal würde ich sagen, abwarten und weiter runterhungern und bloß nicht ins Ausland gehen. Mhm. Ich habe zu schlimme Geschichten gehört hier von Leuten, die sich ich will sie ja nicht über allen Kamm scheren, in Polen oder Tschechien oder weiß ich was, aber da ist allerhöchste Vorsicht geboten. Es ist schon in Deutschland schwierig, einen guten Chirurgen zu finden, der gerade in diesem Schönheitsbereich wirklich solide ist. Ja, ich weiß. Ich war bei 2 verschiedenen hier in Deutschland gewesen und es ist ein Riesenunterschied, wie die arbeiten, ja, also von total. Der Technik her und ja, so. Ja, total, total. Das ist der Wahnsinn, ja. So, und da ich das Gefühl habe, du hast gerade die Andeutung gemacht, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, dass da auch eine schlimme Sache vorgefallen ist bei dir vor ein paar Jahren. Ja. Würde ich gerne auch noch, dass du jetzt mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Mhm. Denn begleitend zu all dem, was ich dir gerade geraten habe, wäre bestimmt auch sehr gut für dich, wenn du noch eine therapeutische Unterstützung bekämst, eine psychotherapeutische Unterstützung. Ja. Das soll aber jetzt die Anja mit dir im Einzelnen besprechen. Mhm. Ja, du legst auf und Anja ruft dich an. Okay, alles klar. Alles Gute und viel Glück. Dir. Tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht es mit Thorsten.
Hallo Thorsten, 31. Ja. Hallo. Ja, hallo. Thorsten, hallo. Ja, hi. Um was geht's bei dir? Ja, mich plagen zwei Probleme, die eigentlich unmittelbar miteinander zusammenhängen. Das eine ist ganz massiver Liebeskummer. Mhm. Und das andere sind ganz massive Schulden. Oh, fangen wir mal mit dem Liebeskummer an. Was ist passiert? Ja, ich bin letztes Jahr im Frühjahr mit einer Frau zusammengekommen, die ich im Jahr vorher kennengelernt habe. Mhm. Ich habe also in der elterlichen Gärtnerei gearbeitet und sie kam als Saisonkraft her, im Frühjahr halt für 3 Monate zum Arbeiten. Ja, aus dem Ausland? Bitte? Aus dem Ausland? Ja, aus Polen. Aus Polen. Die, ja. Und da haben wir uns halt über die Arbeit kennengelernt und war so 03 das erste Mal hier und ich kam hinten ins Gewächshaus rein, ich habe sie gesehen. Sie kam ins Gewächshaus und sofort war mein Herz begeistert. War alles zu spät. Und im Jahre 2004 kam sie wieder ins Gewächshaus? Genau. Und dann seid ihr zusammengekommen? Genau. Genau. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, wir haben uns im Sommer sogar verlobt. Oh, so schnell. Das ging alles, es war klar. Mhm. Es war klar, dass es passt und im Jahr 03 war also auch noch ihr Papa gestorben mit der Zeit, wie sie hier gearbeitet hat. Mhm. Und ist dann ganz überstürzt nach Hause und kam dann kurze Zeit später wieder. Mhm. Ja, ich habe dann also im Oktober 03 die elterliche Gärtnerei dann übernommen vom Papa. Mhm. Und wusste auch, dass dieser Betrieb belastet ist. Lass uns mal, bevor wir auf die Schulden kommen, ich will jetzt mal wissen, wie lange du mit dieser Frau zusammen warst. Ja, vom Frühjahr. Letzten Jahres? Letzten Jahres, ja. Bis? Dezember. Bis Dezember letzten Jahres. Ja, bis Dezember 4. Genau. Warum ist es auseinandergegangen im Dezember 4? Sie war also zwangsweise wieder nach Polen gefahren. Mhm. Sie hat also den elterlichen Bauernhof geerbt von ihrem Papa. Die Mama hat noch gelebt. Mhm. Und wegen der Mama und auch wegen der Arbeit wollte sie nach Polen zurück. War das klar, dass sie erstmal wieder nach Hause muss? Mhm. Ja. Gut, aber das war uns auch schon klar, wie wir zusammengekommen sind. Ja. Ja. Und das war also von Anfang an sehr schwierig gewesen, weil das Herz von beiden Seiten aus ganz klar Ja gesagt hat, aber vom Kopf her damals schon unwahrscheinlich mit Problemen das Ganze vorbelastet war. Gab es ein Erlebnis, ein einschneidendes Ereignis, aufgrund dessen ihr nicht mehr zusammen seid? Nee. Nee. Es hat sich dann einfach so auseinandergelebt, weil sie nach Polen musste auf den Bauernhof und du halt hier bleiben musstest. Sie hat eine Woche vor meinem Geburtstag hier angerufen unter Tränen und hat die Verlobung gelöst. Na. Also an den Gefühlen hat sich nichts geändert gehabt, überhaupt nichts. Also nicht, dass wir uns auseinandergelebt haben oder so. Aber ich verstehe das überhaupt nicht. In Polen ist ja nun um die Ecke. Das ist ja keine Entfernung. Da kann man doch zusammen sein, auch wenn man hier der eine hat hier seine Aufgaben, der andere da. Das kann man erstmal eine Weile so laufen lassen. Ja, klar. Warum geht das nicht? Wegen dem Betrieb, also wegen der Gärtnerei hier. Weil ich musste im Oktober 03, im Oktober 04, sorry, musste ich Insolvenz anmelden, weil die Bank der Schuldenübernahme nicht zugestimmt hat. Ja, also ich habe gibt es die Gärtnerei heute noch? Nein. Nein. Also, nein. Und du hast eine ganze Menge Schulden am Hals. Richtig, ja. Wie viel? Knapp 400.000. Oh, das ist viel. Das ist verdammt viel. Und du machst gar nichts im Moment? Richtig, ja. Bin arbeitssuchend. Jetzt könnte ich ja mal ganz, ganz provokativ sagen, du bist arbeitssuchend, die Gärtnerei ist weg. Wieso gehst du nicht nach Polen? Ja, weil ich bei ihr in der Ecke, wo sie wohnt, de facto keine Arbeit kriege. Das haben wir also im Sommer schon eruiert. Aber kannst du nicht bei ihr auf dem Hof arbeiten? Nee, ja. Aber ob du nur hier arbeitslos bist oder da arbeitslos bist, ist auch egal. Ja, klar. Das Problem war gewesen, dass ihre Familie dann Ende des Jahres, wie dann klar war, dass ich hier die Insolvenz anmelden muss, ganz massiv wohl
ja, interveniert hat und Druck ausgeübt hat auf sie. Ah, verstehe. Nach dem Motto, jetzt, wenn es ein reicher Gärtner wäre mit einem tollen Betrieb, dann nimm ihn. Aber jetzt ist ein armer Mann mit vielen Schulden, lass die Hände von ihm. Genau, der kriegt sein Leben lang keinen Fuß mehr auf die, auf die Erde. Jetzt verstehe ich. Die waren also mit dem deutschen Insolvenzrecht nicht vertraut. Ich habe Rechtsschuldbefreiung beantragt und dem Ganzen steht also laut Aussage Insolvenzverwalter auch wohl nichts im Wege. Ja. Was also bedeutet, dass ich in 6 Jahren da durch bin. Ja. Ich muss also 6 Jahre. Okay, ich hab das jetzt verstanden. Ja. Ich habe jetzt aber auch so viel verstanden, Thorsten, dass diese Frau, auch wenn sie da weinend am Telefon sitzt, das beeindruckt mich nicht so sehr, sich von ihrer Familie mehr hat die Ohren zu quatschen lassen, als denn auf ihr Herz zu hören, dass sie dich liebt. Wenn sie dich wirklich geliebt hätte, liebt sie dich auch mit 400.000 Euro Schulden. Genau. Das spricht nicht sehr viel, auch nicht sehr viel für die Frau. Ich weiß. Finde ich schon. Denn ihr könntet auch, ich finde, wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 1500. Die wohnt kurz vor der Ukraine. Okay, ist weit. Aber ich sage ja immer, es gibt die verrücktesten Liebesgeschichten, die noch weiter entfernt sind. Für eine Weile kann man sowas alles managen. Das wäre für mich kein Grund. 15 Kilometer, das geht alles. Es gibt Billigflüge mittlerweile und alles Mögliche. Aber das ist es ja nicht. Der Punkt ist, die Familie in Polen wollte nicht, dass sie ein Habenichts aus Deutschland heiratet. Genau. So muss man sagen. Und sie hat sich der Familie gebeugt. Mhm. So. Richtig. Ist die Sache doch schon klar. Dass sie, wenn die wirklich, wenn das eine Frau wäre, wie sich das gehört, in einer Liebesbeziehung, dann hätte die ihren Verwandten gesagt, pass mal auf, ihr könnt mich mal. Das ist mein Mann. Und wenn er eine Million Schulden hat, klar. Ich stehe zu dem. Klar. Das ist auch das, was ich gemacht hätte. Das Problem bei der Sache, oder ihr Problem, ist ganz einfach, dass sie eine sehr enge emotionale Bindung gerade jetzt an die Mutter hat. Ja. Ich verstehe, du versuchst sie zu verstehen, ne? Richtig. Aber das ist, finde ich, nicht noch. Wie alt ist die Frau? Also nicht die Mutter, sondern deine Freundin, deine Ex-Freundin? Ja, 25. 25, ne? Okay. 25, ja. Kein ganz junges Mädchen mehr. Ja, und ich habe eben mitgekriegt, wie ich im Sommer bei ihr war, dass da ganz, ganz enge familiäre Bande da waren. Mhm. Ja. Und als du noch der reiche Gärtner warst, oder der angesehene Gärtner, war die Familie nett zu dir? Ja, wir haben also keine Probleme gehabt. Ich bin also nicht mit furchtbar offenen Armen empfangen worden. Mhm. Aber ich bin akzeptiert worden. Sie wollten mich also kennenlernen. Mhm. Es war kein Überschwang da. Mhm. Ja. Mutter, die war schon skeptisch. Und das Ganze ist also auch durchaus noch mit Vorurteilen aus dem Krieg noch belastet gewesen. Mhm. Also es ist nicht so, wie man meinen könnte, dass ich also so lange wie ich Gärtner war mit Haus und Hof und allem drum und dran, dass es dann in Ordnung war und später dann nicht mehr. Mhm. Ja. Die hatten wirklich, also so wie sie mir das erzählt hat und wie sich mir das dargestellt hat, waren das von der Seite wirklich Existenzängste, ist nicht gar betreffend, ja, dass sie gesagt haben, Gefühl hin, Gefühl her, aber schalt den Kopf nicht völlig aus. Mhm. Du bist ein junges Mädel und wenn ihr jetzt heiratet und Kinder kriegt und dann wird einer arbeitslos. Ist schon klar, ist mir alles klar. Aber was willst du jetzt machen? Da kannst du überhaupt gar nichts machen. Nee. Also genau, nochmal, ich würde mal, die Schulden, die Sache, die hast du im Griff, ne? Du sagst in so und so vielen Jahren mit allen organisatorischen Möglichkeiten, also das wird dich nicht auffressen. Ist das so? Genau, vorausgesetzt, dass die Schuldner dem zustimmen. Okay. Da kann ich dich, da weiß ich sowieso keinen Bescheid. Da müsstest du, wenn, also wahrscheinlich warst du das auch schon bei der Schuldnerberatung. Warst du das schon? Schuldnerberatung gibt's nicht für Gewerbetreibende. Achso, gibt's nicht. Okay, aber da hast du deine Leute, die dich ja klug beraten können. Ja, sicher, klar. Und ich habe auch versucht, dir das noch so auseinanderzuschrauben, dass nach menschlichem Ermessen ich wirklich in 6 Jahren dadurch bin. Ja, interessiert die wahrscheinlich gar nicht. Die blicken es eh nicht. Ich blicke das jetzt auch nicht, wie du mir das erzählst. Da muss man sich wahrscheinlich richtig reinknien. Und die werden denken, der kann uns viel erzählen. In 6 Jahren ist er durch. Das ist ja eine Summe für die,
die astronomisch ist. Ne? Die, ja, ist für uns, die ist für uns ja schon wahnsinnig hoch. Und für die Leute, die sind ja in der Regel ärmer. In ländlichen Gebieten in Polen ist das wahrscheinlich wahnsinnig so. Aber jetzt nochmal auf die Frau bezogen. Da kannst du überhaupt gar nichts machen. Willst du da hingehen und betteln oder was? Nee, da kannst du nichts machen. Das musst du jetzt so hinnehmen, wie es ist. Genau, das ist das, was mich so fertig macht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Würde mich auch fertig machen. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Die hat eine enge Bindung dazu. Die hat sich letztendlich für ihre Familie entschieden. Vielleicht auch schweren Herzens, will ich ja glauben. Aber sie hat sich für ihre Familie entschieden. Kannst du nichts machen. Da musst du es aushalten. Traurig ist es allemal, klar. Es gibt keinen klugen Rat, keinen Trick, kein gar nichts. Und weißt du, und es wäre fast auch schon schlimm, nehmen wir mal an, du würdest jetzt durch ein Lotto gewinnen, wärst du saniert. Selbst dann hätte es einen üblen Beigeschmack, wenn du dann hinfahren würdest und sagen würdest, pass mal auf, es ist wieder alles in Ordnung und sie käme dann zu dir. Dann hätte es einen üblen Beigeschmack. Weil ich immer denken, wenn ich an deiner Stelle, würde ich an deiner Stelle immer denken, ich bin für die nur interessant und gut, wenn ich in Saft und Kraft materiell stehe. Ja. In dem Moment, wo es mir schlecht geht, lassen die mich fallen. Ja, wenn ich aus der Sache rausgekommen wäre mit 0-0, also keine Schulden, nichts haben, aber auch keine Schulden, und dann wäre das immer was anderes gewesen. Ja, das ist schon klar, aber ich habe eben die ganze Zeit die Situation, die Begebenheiten im Kopf, die gemeinsamen Erlebnisse, die wir gehabt haben. Und es war wirklich ein harter Kampf und schwierig, dass wir überhaupt zusammengekommen sind. Aber das musste alles dir aus dem Kopf verbieten, daran zu denken. Die Vergangenheit zählt jetzt nicht. Du darfst nicht in der Vergangenheit leben. Du musst im Jetzt leben. Du musst die Fakten sehen. Das sage ich jetzt so ganz kalt. Aber man muss das, wie man so kalt sagen, der so tief in den Gefühlen hängt wie du. Weil nur so kannst du immer wieder dagegen arbeiten. Sobald du dich gehen lässt und an die Erinnerungen, in Erinnerungen schwelgst, wirst du immer trauriger. Klar. Ich weiß sonst nichts zu sagen, Thorsten, als das, dass du es aushalten musst. Ich meine, vom Verstand her und vom Kopf her habe ich genügend Zeit gehabt, das Ganze aufzuarbeiten und das Ganze zu sortieren. Ja, das Herz ist aber noch nicht so weit. Das ist ja alles noch relativ frisch und da musst du tapfer jetzt durchgehen. Ich gucke gerade auf unsere Uhr, wir reden schon relativ lange für unsere Sendung. Ich habe auch eigentlich nichts Substanzielles Neues zu sagen dazu noch weiter. Als das, halt's aus, zieh's durch. Lieber Thorsten, ich habe was Frauen angeht, schon viel erlebt und viel durch. Ich habe ein Händchen dafür gehabt, immer Frauen kennenzulernen, die ganz massive Beziehungsprobleme hatten, entweder chronisch oder akut. Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Wenn es darum auch noch so geht, würde ich sagen, rufen wir dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja. Okay. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Marina, 18 Jahre alt. Hallo Marina. Hallo Domian. Hallo Marina, dein Thema. Mein Thema, ich mache im Moment mein Abitur, das ist mein Thema. Was, du machst im Moment dein Abitur? Ja, ich mache im Moment mein Abitur. Ja. Ja, ach du Scheiße. Ja, nö, so ungewöhnlich ist es ja nicht. Ist okay. Nee, ja. So ungewöhnlich ist es nicht. Aber? Das Problem ist einfach nur unsere Generation im Moment, weil keiner hat wirklich Ahnung davon, was er machen soll. Und das macht mir schon ein bisschen zu schaffen. Alle haben eigentlich eher Angst vorm Abitur. Und das ist, habt ihr Angst vor dem Abitur oder habt ihr Angst vor dem, was danach kommt? Von dem, was danach kommt. Ja, klar, genau, verstehe. Wie ist es denn bei dir? Ja, genau so. Keine Träume? Genauso. Ja, Träume, aber die werden ja alle sofort kaputt gemacht. Von wem? Von den Lehrern, vom Arbeitsamt, von denen bei der Uni. Uns wird ja allen erzählt, ach, das kannst du nicht werden, das ist überlaufen. Wir müssten eigentlich alle Bankangestellte werden, aber dafür gibt es ja auch keine Arbeitsplätze mehr. Das ist absolut Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Was wäre denn dein Traum? Mein Traum, ich komme also wirklich aus Kroatien. Und mein Traum wäre es eigentlich, da unten so ein kleines Café oder so eine kleine Bar aufzumachen oder so. Ein bisschen selbstständig zu werden, ein bisschen am Meer, da wo ich am liebsten bin. Aber sowas, das ist klingt denkbar. Idyllisch. Klingt sehr idyllisch. Ja, aber das kann man ja nicht, dafür wäre auf jeden Fall eine Ausbildung nicht schlecht. Zum Beispiel Restaurant, Fachfrau oder ob es sowas so in der Richtung. Irgendwie im gastronomischen Bereich was zu lernen. Ja, klar. Ne? Um dann an den Traum auch näher ranzukommen.
Wir können dich ja nicht aus dem Abitur in ein süßes, kleines, kuscheliges, romantisches Café zaubern nach Kroatien und die Welt ist in Ordnung. So geht's nicht. Nein, klar, das geht nicht. Das Problem, dass man Träume verwirklichen kann, das ist mir auch vollkommen klar, nicht immer bewusst, aber kann mal passieren. Das Problem ist einfach nur, dass die Schulen heutzutage, die Lehrer, das Arbeitsamt und die Universitäten einem überhaupt nicht weiterhelfen, im kleinsten, so, keinen Fall. Jetzt will ich mal was sagen. Glaubst du denn, das war früher anders? Glaubst du, das war anders? Nein, ich war ja erst auf einer Realschule und da wurde uns ein bisschen mehr geholfen als auf dem Gymnasium. Mhm. Also, was mich am meisten enttäuscht, ist immer noch das Arbeitsamt. Mhm. Also, da. Ich will dir was erzählen. Ich bin auf einem sehr ungewöhnlichen Weg aufs Gymnasium gekommen. Ich bin habe Volksschule, Hauptschule gemacht und war auf der Handelsschule. Und habe dann ein Jahr Fachoberschule für Wirtschaft gemacht oder gearbeitet. Und mein Traum war damals irgendwie immer, ich hätte so gerne richtig ein Abitur. Das war meins auch. So, jetzt pass auf. Stichwort Arbeitsamt. Stichwort Hilfe von außen. Ich komme aus Gummersbach und bin in Gummersbach aufs Arbeitsamt gegangen und habe denen gesagt, passen Sie auf, ich habe Berufsberatungsarbeitsamt, so ein Kram da. Ich hatte formal meine mittlere Reife und hätte in die Oberstufe gehen können. Hatte aber keine naturwissenschaftlichen Kenntnisse, kaum Englisch und so etwas. Und sagte der Sesselpuper im Arbeitsamt zu mir, das können Sie völlig vergessen, das schaffen Sie nie. Hören Sie bloß damit auf. Dann bin ich zu meinen Lehrern gegangen, die mich vorher unterrichtet haben. Ich sagte, vergessen Sie, machen Sie das nicht, das schaffen Sie nicht. Mhm. Und dann bin ich in Gummersbach zu dem damaligen Direktor einem ganz klassischen humanistischen Gymnasium gegangen. Und das war so ein ganz toller alter Mann, so alt war er gar nicht, aber ein ganz toller, feiner Mann. Und er sagte zu mir, Herr Domian, ich war da schon 18 Jahre alt, und er sagte, ich habe so einen Fall noch nie gehabt. Formal können Sie hierher, inhaltlich haben Sie überhaupt nicht die Voraussetzungen. Aber wenn Sie lernen und in den nächsten 3 Jahren fast auf Ihre Freizeit verzichten, dann kommen Sie hierher, ich mache Ihnen die Tür auf. Und da habe ich gesagt, okay, ich komme zu Ihnen. Und diesem Mann habe ich das zu verdanken, dass ich dann in meinem hohen Alter von 18 noch in die Oberstufe gekommen bin, ohne große Vorbildung und hab's dann auch alles geschafft. Das ist nur so ein Beispiel. Früher gab es auch diese Miesmacher. Das geht nicht und das schaffen sie nie und dahin kommt man nicht. Nein, aber das ist mich im Moment einfach ein bisschen aufregend, dass die alle sagen, wir Jugendlichen von heute, wir lassen uns so hängen und dies und jenes und wir dürfen uns ja nicht mal irgendwie mal ein bisschen so Orientierungszeit nehmen, weil ich da schlecht aus im Bewerbungszeugnis. Ja, finde ich auch bescheuert. Ich finde, Orientierungszeit ist gut. Ich würde mich da gar nicht an eurer Stelle zuquatschen lassen. Hier rein, da wieder raus. Habt euren Traum und versucht euren Traum zu leben. Und gönnt euch auch mal eine Auszeit. Geht eine Weile arbeiten, schafft Geld dran und macht eine Weltreise. Oder irgend sowas. Das prägt. Oder nach Kroatien fahren. Das prägt und das macht einfach Erfahrung. Bloß nicht jetzt Ehrgeiz verbissen von jetzt sofort von acht, wenn man mit 18 Abitur macht, dann gleich wieder dahin und dahin und dahin. Sich verunsichern lassen, unter Druck setzen lassen. Nee. Traum, man muss einen Traum haben und ein Ziel und da muss man rangehen und man muss es zumindest versuchen und wenn man es vielleicht auch nicht schafft, kann man hinterher, wenn man älter ist, sagen, ich hab's versucht. Es hat nicht sein sollen, aber ich hab's versucht. Ja, du solltest euch mal in die Schulen kommen und denen das mal erzählen. Würde ich sehr gerne sagen. Ich glaube, damit wirst du vielen Leuten weiterhelfen. Ja, ich würde es wirklich sehr gerne sagen, weil ich glaube, das ist einfach der richtige Weg und dieses ganze Geschwaller von Miesmachen und Angstmachen, das ist auch so, was bringt das denn? Gar nichts. Die meisten Leute würden sogar haben noch zu mir gesagt, ach, blöd, dass ich dieses Abitur mache, würde ich noch mal lieber ein Jahr in der Schule bleiben, könnte ich mir ein bisschen Gedanken um meine Zukunft machen. Es ist wirklich, es ist gar nicht so die Stimmung, auch endlich Schule vorbei oder so. Eher so die Angst vor der Zukunft. Ja, lasst euch da nicht so viel Angst einjagen. Wir leben immer noch in einer verdammt tollen Zeit und einem verdammt guten Land, wo man viele, viele, viele Möglichkeiten hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf der Welt. Ne, so muss man das sehen. Mach du es mal schön ein Abitur. und dann guck mal, was du vielleicht überlegen könntest, wo du es versuchen solltest. Und mach einfach Anläufe. Und wenn du 5-mal auf die Nase fällst, beim 6-mal klappt es vielleicht. Hoffentlich. Ja, so muss man sehen. Dann darf man sich auch nicht entmutigen lassen. Ja, mach dein Abitur. Abitur musst du haben. Das ist gut, wenn du es hast. Dann hast du eine gute Grundlage. Ja, es ist nur noch eine Prüfung, dann habe ich es gerade zu lange geschafft. Na, das ist wunderbar. So. Ja. Und keine Angst, nicht jammern, Augen zu, Ohren zuhalten, wenn die rumreden. Genau. Liebe Marina, ich drücke dir alle Daumen der Welt und vielleicht sehen wir uns, wenn ich Urlaub in Kroatien mache, dann hast du dein schickes kleines Café und hast du. Ich war das damals und habe mit dir gesprochen. Ja, das wäre sehr gut. Ich bedanke mich. Marina, alles Liebe. Tschüss. Dir auch. Tschüssi.
So ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Martin Haberwosch, bei Roland Lohr, Gudrun Hausen, Uwe Petersen, Pamela Koppal, Christoph Hoffmann, Christian König, Manuel Jappes und Peter Ostjanowski. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und wieder eine freie Themensendung. Und am Samstag ist mein Promi-Gast Katja Epstein. Die Sendung beginnt am Samstag um 23.50 Uhr. Und wenn ihr gerne mit Katja Epstein sprechen wollt, mailt uns doch schon mal unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt bis morgen. Bye bye.